Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film über den DJI F550 und über die FreeSky Taranis. Wir schreiten voran in unserer Miniserie über diese Fernsteuerung. Im ersten Film hatte ich euch den Lieferumfang gezeigt, im zweiten Film die grundsätzliche Bedienung und die elementaren Einstellungen. Im letzten Film haben wir dann ein Modell angelegt und den Empfänger gebunden. Und heute wollen wir uns mal der Programmierung der Fernsteuerung widmen für den NASA M-Flight Controller, der ja hier im F550 verbaut ist. Was dabei zu beachten ist und wie das genau geht, das zeige ich euch jetzt. Kommen wir nun zur Konfiguration der Fernsteuerung für den NASA M-Flight Controller. Dafür geht ihr zunächst einmal hin und legt euch ein neues Modell an, benennt das, sucht ein schönes Bild aus, wählt den Empfänger aus und bindet den. Dann können wir hier weitergehen auf die Seite 3, das sind die Hubschrauber-Einstellungen, brauchen wir nicht. Auf der Seite 4 Flugphasen brauchen wir auch nicht. Dann die Knüppelkonfiguration, da müssen wir auch im Standard nichts dran ändern, können wir also auch überspringen. Und wir kommen jetzt hier zum ersten wichtigen Punkt, den Mischern. Hier müsste bei euch schon stehen Seitenruder, Höhenruder, Gas und Querruder. Wenn das nicht so ist, dann habt ihr in der Grundkonfiguration der Fernsteuerung das nicht vorab angepasst für die Neuanlage von Modellen. Ihr könnt dann hier hingehen und die einzelnen Zeilen auswählen, Enter drücken und hier dann diese Zeilen an die richtige Stelle verschieben, wenn das bei euch nicht so sein sollte. Also Seitenruder, Höhenruder, Gas und Querruder, das ist die Standardkonfiguration der NASA M. Dann müssen wir hier noch die Kanäle 5, 6 und 7 konfigurieren. Und deswegen gehen wir hier erstmal weiter runter auf den Kanal Nummer 5. Dann drücken wir die Enter-Taste, dann wird automatisch hier ein Datensatz angelegt. Hier könnt ihr Namen eingeben, wenn ihr wollt, zum Beispiel X1, denn der Kanal Nummer 5, das ist unser X1-Kanal. Und hier wollen wir jetzt eins der Drehputis drauflegen, deswegen gehen wir hier auf den Punkt Quelle, wählen den aus und dann wählt ihr das Drehputi aus, was ihr hier benutzen wollt. Wenn man zum Beispiel das S2-Puti nutzen möchte, dann braucht man das jetzt einfach nur ganz kurz zu drehen, so ein bisschen zu bewegen und schon ist das ausgewählt. Wenn ich das S1-Puti dagegen kurz bewege, dann wählt ihr das hier auch automatisch aus. Das lassen wir so, einfach die restliche Konfiguration hier, die ist so in Ordnung, brauchen wir erstmal nichts dran zu ändern. Dann verlassen wir diesen Punkt hier mit Exit und Exit und dann haben wir jetzt den Kanal 5 hier belegt mit unserem Drehputi S1. Dann gehen wir weiter auf den Kanal Nummer 6. Hier haben wir das IOC, hier möchte ich den Schalter SA drauflegen. Also hier verfahren wir genauso, einmal kurz Enter drücken, dann könnt ihr Namen eingeben. Wir gehen auf die Quelle, drücken kurz Enter und schalten dann einfach unseren Schalter SA. Ganz kurz bestätigen das mit Enter und gehen mit Exit und Exit wieder raus. Dann haben wir auch das hier soweit angelegt. Jetzt müssen wir noch den Kanal 7 belegen hier. Da auch wieder Enter drücken auf dem Kanal 7, da liegen unsere Flugmodi, den möchte ich belegen mit dem Schalter SD, einfach den Schalter kurz bewegen, dann mit Enter bestätigen und zweimal Exit, dann haben wir hier den Mischer komplett fertig konfiguriert. Wir können dann weitergehen auf die Seite 7. Hier kommen wir jetzt zu den Ausgängen und hier müssen wir noch so ein bisschen was machen. Hier gehen wir zunächst einmal runter auf den Kanal Nummer 6, also unser IOC. Wenn wir den Kanal 6 ausgewählt haben, dann drücken wir kurz Enter. Dann haben wir jetzt hier, können wir hier Änderungen durchführen. Jetzt können wir hier vor und zurück gehen. Und dann gehen wir bis zu diesem Punkt hier mit den drei Strichen, mit den drei Bindestrichen. Das ist die Richtung. Und da drücken wir einmal Enter und dann haben wir diesen Punkt hier invertiert. Und dann einmal Escape drücken, um hier wieder in die Channel-Wahl zu kommen. Und dann müssen wir jetzt als nächstes den Kanal 7, hier müssen wir auch noch invertieren, also wieder Enter drücken. Dann gehen wir weiter bis zu dem Punkt mit den drei Strichen, einmal kurz Enter drücken. Dann haben wir auch den invertiert. Jetzt müssen wir an dem Kanal 7 allerdings noch die Endpunkte anpassen. Und dazu gehen wir zunächst einmal weiter auf den Punkt Minimum, drücken hier Enter und dann wählen wir hier minus 65 aus, minus 64,
So. Und das Ganze machen wir dann auch bei dem Punkt Maximum. Hier wählen wir dann 64 aus. Mal runtergehen, bis wir auf 64 sind. So. Und dann gehen wir zu guter Letzt noch hier hinten in die Mitte. Die Mitte müssen wir auch noch ein bisschen anpassen, ein bisschen verschieben. Und zwar auf 1530 muss die erhöht werden. Dann sollte das Ganze passen. Wir werden das später in der NASA M Assistant Software nochmal kontrollieren. Mit diesen Standardeinstellungen sollte das eigentlich klappen. Es kann aber natürlich sein, dass ihr das bei euch noch ein wenig anpassen müsst. So, an den weiteren Einstellungen brauchen wir eigentlich nichts mehr zu ändern. Wir können hier noch Kurven anlegen, globale Variablen, Schalter programmieren, Custom-Schalter, spezielle Funktionen und so weiter. Aber das sind alles Sachen für so ein Tipps- und Tricks-Video. Das zeige ich euch dann später einmal. Ja, damit sind wir mit der grundlegenden Konfiguration hier für einen NASA M-Flight Controller fertig. Sind dann alle Einstellungen an der Fernsteuerung selber gemacht, dann schließen wir unseren Copter an den PC an und starten dort hier die NASA M Assistant Software. Hier wollen wir jetzt natürlich überprüfen, ob das, was wir an der Fernsteuerung so eingestellt haben, auch alles richtig ist und funktioniert. Dazu gehen wir in den Bereich Basic und wählen dort den Punkt RC, also Remote Control, aus. Hier haben wir zunächst einmal den Receiver Type angeschlossen. Ist der Empfänger per S-Bus, also S-Bus, D-Bus. Deswegen muss hier D-Bus ausgewählt werden. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt oder das bei euch nicht standardmäßig aktiviert ist, dann müsst ihr das jetzt machen. Dann kommen wir zur Command Sticks Calibration. Hier überprüfen wir zunächst einmal, ob alle Steuerknüppel, wenn sie nach oben rechts gedrückt werden, auch hier alle immer nach rechts gehen. Dazu drücke ich mal hier die Steuerknüppel, jawohl, nach oben rechts und nach oben rechts. Und auch hier gehen die Steuerknüppel dann in der Ansicht alle rechts herüber. Dann müssen wir nun eine Kalibrierung durchführen. Also wir drücken hier den Startknopf bei der Kalibrierung und gehen dann hin und drücken einmal hier, führen die Sticks einmal im Kreis rum, erst den einen, dann den anderen. Und wenn wir das gemacht haben, dann drücken wir hier auf Finish. Okay, jetzt stellen wir die Hebel alle in die Mitte. Dann müssen hier vier grüne Anzeigesymbole sein. Okay, wenn das gemacht ist, dann schalten wir hier die Receiver Advanced Protection an, falls sie noch nicht an ist, und überprüfen jetzt den X1-Kanal. Wenn ich den drehe hier an der Fernsteuerung, dann bewegt er sich, das funktioniert. Wir müssen den allerdings jetzt hier auch noch kalibrieren, also einmal Start drücken und dann unser POTI jeweils zum einen und zum anderen Ende drehen, dann zurück in die Mitte und Finish drücken. Alles klar, haben wir das auch kalibriert. Als letztes überprüfen wir jetzt hier auf der Seite unseren Switch für die Flugmodi, den hatte ich auf SD gelegt. Und wenn ich den schalte, dann seht ihr, das funktioniert hier alles einwandfrei. Wenn eine der Positionen bei euch nicht stimmen sollte, also eine der Endpositionen, dann müsst ihr die Endpunkte, also diese 64 oder minus 64, etwas anpassen. Und wenn hier die Mittelposition, das ATI, wenn das nicht richtig sauber schaltet, dann müsst ihr diese 1530, diesen Wert etwas anpassen, um diesen Mittenpunkt hier etwas zu verschieben. Ja, zu guter Letzt werden wir dann noch das IOC überprüfen. Dazu in den Bereich Advanced hinein und dort IOC anklicken. Und auch hier wollen wir das natürlich noch überprüfen. Da hatte ich den Schalter SA mitbelegt und wenn ich den mal schalte, dann seht ihr, dass der hier auch sauber durch die einzelnen Modi durchschaltet. Ja, das war's dann mal wieder von mir. Jetzt habt ihr hier die grundlegende Programmierung geschafft und auch überprüft und ihr könnt jetzt schon mit dem Copter in die Luft gehen. In einem der nächsten Filme zeige ich euch dann noch, wie ihr hier ganz spezielle Sachen programmieren könnt, wie ihr Mischer so programmieren könnt, dass ihr andere Geschwindigkeiten habt auf den Sticks oder aber auch wie ihr ein Firmware-Update durchführt oder wie ihr eigene Grafiken hier einbinden könnt. Ich hoffe,
dieser Film hat euch gefallen. Falls ja, dann freue ich mich natürlich über einen netten Kommentar hier unten, eine positive Bewertung, empfehlt mich weiter und abonniert mich hier auf YouTube und auch auf Facebook. Solltet ihr weitere Fragen haben hier zur NASA-M-Programmierung der FreeSky Taranis, zu der Fernsteuerung im Allgemeinen oder aber auch hier zu Multicoptern, dann schaut in jedem Fall in meinem Forum vorbei unter www.copterforum.de.